Hallo und herzlich willkommen zum fünften Part, glaube ich, oder sechsten, von Donkey Kong Country Returns 3D. Wir starten heute mit 3-3 Mastenschießerei. Und das ist tatsächlich ein Level, was nicht nur in Ruinen spielt, sondern auch, wie ihr gleich sehen werdet, am Strand. Oder? Ja. Da hinten sehen wir schon Schiffe. Oh, ich hasse dieses Puzzleteil wirklich. Dieses Level mag ich auch. Denn wie ihr gleich sehen werdet, hat es auch wieder eine eigene Idee. Wir brauchen hier aber eine Krabbe. Deswegen nehmen wir eine mit. Nicht geschafft. Geschafft. Bim, 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 bim. Hier ist das dritte. Das O. Wie ihr seht, wir werden wieder abgeschossen. Also gebracht hat uns zwar jetzt nichts, aber okay. Und wie ihr seht, das hier sind eine Art Bombenkisten. Auf die darf man selbstverständlich nicht drauf springen. Drauf springen schon, aber man darf sie nicht zerschlagen. Denn dann verliert man ein Herz. Wir haben jetzt bisher 3 Puzzleteile und schon 50 Leben. Wie ihr seht, können wir jetzt auch hier diese Kanonen abschießen. Dann kommen hier ein paar Sachen raus. Ist ganz nett. Und? Ja. Muss ich dort runter schon? Glaub schon. Nein, muss ich nicht. Es war woanders. Ich geh jetzt da hoch. Mann! Wie ihr seht, da unten ist das N. Nicht den Checkpoint aktivieren, bevor ihr das N habt. Sonst müsst ihr es nämlich jedes Mal holen. Das wäre ja Mist. Dort oben ist ein Puzzleteil. Das war es auch für Diddy Kong. Wie wir sehen, sind hier wieder Kisten. Was? Für einen Bonus. Wir fahren einfach eine Runde wieder mit, damit wir es auch wieder sicher schaffen. Ja. Das Puzzleteil haben wir jetzt auch. Aber uns fehlen immer noch 3. Wie komme ich denn da hoch? Herz. Das nehme ich gerne. Und wir müssen... Die dürfen jetzt nicht zersprengt werden, die Kisten. Sonst haben wir ein großes Problem, denn dann kommen wir nicht mehr an dieses Puzzleteil hier hinten dran.
Jetzt könnt ihr gerne diese Kisten hier zerstören. Und dann können wir mal gucken, was sich hier drinne befindet. Ein Herz. Ist auch ganz nett. Besteigen wir mal dieses Schiff. Erinnert natürlich sehr an Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Land 1. Halt an die ganzen Spiele, wo es diese Schiffslevel gab. Das ist auch echt nett. Zumindest erinnert es mich. Also mich erinnert es zumindest daran. Ich weiß ja nicht, ob es euch auch daran erinnert. Und wer es nicht vergessen hat, dort hinten war noch ein Puzzleteil. Dort sind wir auch gut gelandet. Zwar knapp, aber wir haben es. Mann, wenn sowas passiert, ist es echt frustrierend. Ich mag den Soundtrack wirklich. Wie ihr seht, hier ist noch eine einsame Kiste und uns fehlt auch noch ein Puzzleteil. Hier ist das letzte. Dann beenden wir das Level. Hoffentlich jetzt. Indem wir das Schiff komplett zerstören. Haben ganz schön lange für das Level gebraucht. Ist aber auch ein tolles. Bin ich der Meinung. Drei, vier feuchtes Verlies. Weiß gar nicht mehr, welches Level das ist. Ach, das mit den Rädern. Okay. Jetzt hat wieder dieses dumme Rad nicht funktioniert. Rad? Rolle. Diddy macht das Rad. Oder hat es zumindest damals gemacht. So sollte es nämlich aussehen. Ich weiß ja gar nicht genau, wo die Puzzleteile sind. Ja, ich habe kein Fass mehr. Ach komm, das kann man doch nicht vorher wissen, ne? Ich bring mich um. Woher kann ich denn wissen, dass ich dieses beschissene Donkey Kong Fass für etwas brauche? Jetzt habe ich das 9. Jetzt habe ich das erste von 9 Puzzleteilen. Ist auch echt toll. Hier unten ist ein weiteres. Und wie wir sehen, bekommen wir es mit einigen Flammengegnern zu tun. Die zwar gar keine Lust haben, aber ist nun mal so. Das ist hier unten ein weiteres Puzzleteil. Nehme ich gerne. Ja, da war zwar ein Herz, aber ich brauche das nicht. Hier ist noch eins. Komm ganz schön schnell. Hier ist noch eins. Ach, das ist die Stelle. Was von vorne?
Ach, es ist lächerlich. Ich habe nämlich gerade gar nicht mehr so gut aufgepasst, wie ihr gemerkt habt. Es liegt daran, dass ich gerade über was nachgedacht habe. Ist aber auch egal. Wir rennen hier einfach ein bisschen durch. So ein bisschen, habe ich ja gesagt. Lassen uns trotzdem natürlich 100 Mal treffen. Das gehört ja dazu in dem Let's Play. Wir haben ja eh die Herzen. Okay, ich muss noch mal kurz kratzen, Mann. Hier ist nix. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, bin ich kurz vorm Checkpoint gestorben. Hier unten einfach dranhangeln und langlaufen. Lang klettern. Perfekt. Ach, da oben ist noch ein Kong-Fass, okay. Wie wir vielleicht sehen, hier unten ist ein Windrad. Das lässt dieses Puzzleteil hier erscheinen und da müssen wir rüberrollen. Wer sich jetzt denkt, ja, jetzt komme ich aber nicht mehr rüber. Nee, ist natürlich so fair das Spiel und gibt einen noch die Möglichkeit, hier weiterzukommen. Hier, dieses Fass hier ist dieses Mal nicht umsonst da. Also nehmt es mit. Aber es gibt auch noch ein zweites, das finde ich sehr sozial. Da es echt mal passieren kann, dass man getroffen wird. Wie ihr ja gerade gesehen habt. Wir haben 8 von 9 Puzzleteilen und wir sind beim Ende. Das scheint zu passen. Schon 277 Coins. Ach, hier ist der letzte Bonus. War das denn für ein komisches Geräusch gerade? Übrigens habe ich vorhin nochmal in mein Donkey Kong Country Returns LP geguckt, also von der Wii. Und es ist wirklich besser, dass ich es nochmal aufnehme. Denn das war ja echt schlecht. Da merke ich echt, wie sehr sich meine Stimme schon wieder verändert hat. Durchs Aufnehmen. Ja. Ein Level schaffen wir wahrscheinlich noch. Und das ist doch wunderschön. Aber ich glaube, ich muss euch leider immer jetzt den Ladescreen rauscutten, da es zu sehr spiegelt. Bissige Bärchen. Weil man hat mich auch, glaube ich, kurz mal gesehen und das will ich dann echt, ja, nicht unbedingt haben. Das ist auf meinem Touchscreen. Booste das. Ach, ist ein Bonus, okay. Ich dachte, da hinten geht's vielleicht weiter. Deswegen kam auch keine Reaktion von mir. Weil ich dachte wirklich, da geht's weiter. Aber falls ihr wirklich Probleme mit dem Spiel habt, was ja auch völlig okay ist, man kann sich natürlich auch Items im Shop kaufen, die einem helfen. Und leben.
Komm, mach auf. Wie wir sehen, wir werden beobachtet von kleinen Viechern. Und die haben die Hauptrolle in dem Level. Und ich muss echt sagen, das war früher einer meiner Hasslevel. Auch wenn hier die tolle Tempelmusik spielt. Und Diddy ist weg. Für nix. Aber man muss auch leider sagen, wenn man, also das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, wenn man halt nicht gut genug ist für das Spiel, um die K-Level zu schaffen, dann muss man die auch nicht unbedingt schaffen, um die Spezialwelt zu sehen. Hallo? Wieso hältst du denn nicht an? Ja. Das ist, man muss zwar sehr viele Bananenmünzen dafür ausgeben. Ich glaube 50 für eine Kristallkugel. Aber naja. Ich hab's halt früher auch so gemacht. Aber hab dann die K-Level nachgeholt. Also ich hab's natürlich nicht nur so gespielt, so lächerlich. Übrigens war Donkey Kong Country Returns, glaube ich, das erste Donkey Kong Spiel, was ich hatte. Das macht es auch für mich noch besser, als es wahrscheinlich ist. Aber naja. Danach kam Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country Tropical Freeze 2 und dann 3. Also 2 und 3 eigentlich gleichzeitig. Hatte ich mir am gleichen Tag noch für den Nintendo Wii U eShop damals geholt. Ich glaube, zurückgehen musste ich in dem Level mal nicht. Gucke ich nämlich immer nach. Und dieses O ist mies. Ihr müsst es, glaube ich, von hier machen. Ja. Es geht zwar auch von hier, aber da ist auch die Gefahr dabei, dass ihr hinten runterfliegt. Ich habe es jetzt so gemacht. Ja. Hauptsache ich hab's. Puzzleteil Nummer 4. Könnt mir natürlich auch gerne eure Meinung zu Donkey Kong Country Returns gerne in die Kommentare schreiben. Ah, jetzt kommt das hier. Hier muss ich echt immer Damage boosten. Da ich nicht wusste, wie ich da vorbeikomme. Ich musste immer durchspringen. Ich wusste nicht, dass man die zuerst umfallen lassen muss. Was? Und dann draufspringen kann. Ja. Kann man natürlich drauf kommen. Kam ich zwar jetzt nicht drauf, aber ist auch okay. Wie wir sehen, dort oben ist noch was. Mal gucken, wie wir da rankommen. Ich versuch's einfach mal so hier. Dort ist ein weiteres Puzzleteil im Hintergrund, wie man sieht auch. Übrigens finde ich nice, dass der hier zum Beispiel eingesperrt ist. Ja, egal. Hier ist eh das nächste Kongfass. Uns fehlt noch ein Puzzleteil. Und natürlich das G. Und das ist ja hier. Wenn ich mich gerade echt dämlich anstelle, was mit den Herzen ist. Hä, kommt das noch? Ah ja. Jetzt kommt erstmal das hier. Wir müssen hier diese ganzen Bärchen besiegen. Das kann im 200% Modus echt assi sein. Wenn ihr jetzt denkt, ihr habt es geschafft, nein, habt ihr nicht. Jetzt kommen diese großen Viecher. Aber das Spiel ist so nett und gibt einem im normalen Modus nochmal einen Donkey Kong Fass.
Und ich weiß auch, wo das letzte Puzzleteil ist. Das ist mir nämlich gerade eingefallen. Hier oben. Trotzdem gucken wir noch gerne, was hier ist. Und das hier müssen wir aufpusten. Perfekt. Gut, dann bedanke ich mich auch wieder fürs Zusehen dieses Parts. Sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.